Vor 8 Jahren habe ich begonnen, mich mit historischen Themen über Griechen und Deutsche zu beschäftigen. Dies konzentrierte sich zu Anfang auf Berlin. Dabei bin ich permanent auf ein Wort gestoßen, das mir bis dahin unbekannt war: Görlitz. Somit habe ich beschlossen, nach Görlitz zu fahren, um die Bedeutung des Wortes Görlitz zwischen Griechen und Deutschen zu finden. Das, was ich gefunden habe, hat mich so fasziniert, dass ich mich nur noch mit der Geschichte um Görlitz beschäftigen wollte. Ich habe meine Nachforschungen und weitere Arbeiten in deutschen Archiven und Bibliotheken begonnen. Meine nächste Reise ging nach Griechenland, Athen, wo ich in den Archiven der griechischen Heeresführung weitersuchte. Das Besondere ist, dass in den ersten 90 Jahren die Geschichte von Görlitz in Vergessenheit geraten war. Plötzlich um das Jahr 2000 wurde das Interesse für diese Geschichte wiederbelebt. Ich persönlich forschte weiter und beendete meine Forschungsarbeiten mit der Veröffentlichung meines Buches »Die Griechen von Görlitz 1916 bis 1919«. Diese Grabsteine auf dem Friedhof von Görlitz sind Zeugen einer unglaublichen Geschichte, die sowohl in Griechenland als auch in Deutschland nahezu unbekannt ist. Sie stehen stellvertretend für ca. 400 griechische Soldatengräber in Deutschland. 133 allein befanden sich hier in Görlitz. Diese Geschichte beginnt vor 95 Jahren, während des Ersten Weltkriegs in Nordgriechenland, in Ostmakedonien. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs stellte sich für Griechenland die Frage, auf welcher Seite der Kriegsparteien es am Krieg teilnehmen wollte. Der damalige Ministerpräsident Venizelos wollte sich auf die Seite der Entente, Frankreich, England, Russland stellen, die ihm die Vergrößerung Griechenlands in Aussicht stellte. Jedoch wollten der deutschfreundliche König Konstantin I. und seine deutsche Frau Sophia, Schwester des Kaisers, auf Seiten der Zentralmächte Deutschland, Österreich-Ungarn und später Bulgarien und das Osmanische Reich in den Krieg treten. Dadurch kam es zur politischen und militärischen Teilung Griechenlands. Im Oktober 1915 besetzte die Entente Thessaloniki, was zum Rücktritt von Venizelos führte. Diese Situation nutzten die Bulgaren, um im Einvernehmen mit der verbündeten deutschen Führung im August 1916 Nordostgriechenland zu besetzen. Zu diesem Zeitpunkt war das 4. griechische Armeekorps in der Region Kabala Drama stationiert. Da Griechenland sich offiziell noch neutral verhielt, kam es auch auf Wunsch des Königs während der Besetzung nicht zu Kampfhandlungen. Wenig später jedoch besetzten die Bulgaren Kavala. Dort war das Hauptquartier des 4. griechischen Armeekorps. Das 4. Armeekorps lief Gefahr, in bulgarische Gefangenschaft zu geraten. Von seinen Vorgesetzten in Athen völlig abgeschnitten, wandte sich der königstreue Korpskommandant Oberst Katsopoulos an Feldmarschall Hindenburg mit der Bitte, das Korps für die Dauer des Krieges in Deutschland stationiert zu lassen. Hindenburg stimmte sofort zu und gewährte den neutralen Griechen den einmaligen Status von Gastgefangenen. Selbstverständlich gab es Proteste bei den Soldaten und Offizieren, denn auch im 4. Armeekorps waren sowohl Königstreue als auch Anhänger von Venizelos. Aber letztendlich behielt Oberst Katsopoulos unter Druck der Deutschen die Oberhand. Die Geschichte der Griechen von Görlitz beginnt hier in Kavala im September 1916. In diesem Gebäude war die Kommandantur des 4. griechischen Armeekorps. Diese Dokumentation möchte durch Erzählungen aufzeigen, welche Auswirkungen dieses historische Ereignis auf die Soldaten und ihre Nachkommen hatte.
Nachdem die Vereinbarung der ehrenhaften Kapitulation zwischen dem 4. Armeekorps und den Deutschen getroffen war, setzte mit den damaligen Mitteln der Transport der Soldaten samt Bewaffnung von Kavala nach Drama ein, das Eisenbahnverbindung nach Deutschland hatte. Als alle Soldaten in Drama eingetroffen waren, begann der Transport nach Deutschland. 10 Züge waren nötig für den Transport von 6.100 Soldaten, 430 Offizieren, 95 Offiziersfrauen und 5 Kindern. Diese einmalige lange Reise nach Görlitz in Deutschland dauerte 12 Tage. Bei Ankunft der Soldaten in Görlitz wurden sie auf Befehl des Kaisers von Vertretern aus Politik und Militär ehrenvoll empfangen. Viele Menschen hatten sich am Bahnhof versammelt, um die fremdländischen Soldaten zu sehen. Die Soldaten und Offiziere nahmen mit ihren Waffen Aufstellung und marschierten nach Beendigung des Begrüßungszeremoniells auf dieser Straße zur Kaserne, unter Begleitung der griechischen Nationalhymne und dem Jubel der Bewohner von Görlitz. Vor der Kaserne wurden sie vom deutschen Militär mit dem Wort Cherete, willkommen, empfangen. Nach Beendigung aller Formalitäten bezogen die griechischen Soldaten Quartier in der Kaserne. Die Kaserne lag auf dem rechten Ufer der Neiße, das damals zu Görlitz gehörte. Heute gehört dieser Teil zu Polen und heißt Zgorzelek. Wo einst das Griechenlager war, ist heute eine weitläufige Parkanlage. Solange Griechenland neutral blieb, waren die Deutschen bemüht, dass die Griechen sich nicht als Gefangene fühlten. Aus diesem Grund gab es einige Vergünstigungen. Zum Beispiel durften die Offiziere in privaten Unterkünften wohnen. Die Soldaten konnten nach dem Dienst in die Stadt gehen, mussten aber abends in die Kaserne zurückkehren. Die Offiziere erhielten weiterhin ihren Sold und die Soldaten bekamen 15 bis 20 Pfennige pro Tag. Die Soldaten hatten die Möglichkeit, einen zivilen Beruf zu erlernen, zum Beispiel Schneider oder Schuster, um auch ihre eigene Ausrüstung instand zu halten. Schon bald konnten die Griechen eine eigene Zeitung, Tanea von Görlitz, herausgeben, die natürlich der deutschen Zensur unterlag. Sie berichteten über Kriegsereignisse und das soziale Leben der Griechen, Verlobungen, Hochzeiten und kulturelle Veranstaltungen. Sie durften auch ihre eigenen religiösen und zivilen Feste feiern. Eine kleine orthodoxe Kirche und ein Krankenhaus unter deutscher Verwaltung wurden ihnen zur Verfügung gestellt. Die Kommandantur des 4. Armeekorps wurde in der Nähe der Neiße in einer alten Schule eingerichtet. Den Offizieren standen außerdem 2 Casinos und ein Badehaus zur Verfügung. Da auch in Deutschland die Lebensmittel rationiert waren, begannen die Soldaten auf den freien Flächen innerhalb des Lagers Gemüse anzubauen, um ihre Verpflegung aufzubessern. Weil die deutschen Männer im Krieg waren, mangelte es auch an Arbeitskräften. Deshalb wurde die Arbeit der Soldaten begrüßt, für die sie natürlich entlohnt wurden. Durch diese besonderen Umstände verstärkte sich der Kontakt zwischen griechischen Soldaten und deutscher Bevölkerung und schon bald entwickelten sich Freundschaften. Es gab gemeinsame Veranstaltungen, denn bei besonderen Anlässen durften die Griechen mit ihrer Militärkapelle in der Stadt musizieren. Zu dieser Zeit entstanden bereits erste griechische Geschäfte wie Cafés, Restaurants oder Tabakläden.
Sie waren bei der Bevölkerung sehr beliebt und wurden gerne besucht. Bald gab es erste Verlobungen zwischen Griechen, hauptsächlich Offizieren und Unteroffizieren, und deutschen Frauen. Alsbald folgten auch die Hochzeiten. Ich bin Konstantin Kapodistrias, Enkel von Konstantinos Kapodistrias, der als Gefangener 1916 mit dem 4. griechischen Armeekorps von Griechenland nach Deutschland transportiert wurde und bis zu seinem Lebensende in Görlitz lebte. In dem Lager wurde von den Gefangenen eine Zeitung herausgebracht, bei der mein Opa als Redakteur mitarbeitete. Außerdem war das Leben im Lager nicht so hart. Sie konnten sich frei in der Stadt bewegen, wo er meine Oma Frieda kennenlernte, die er später heiratete. Mein Großvater ist mit dem 4. griechischen Armeekorps 1916 nach Görlitz gekommen. Als Offizier durfte er eine Privatunterkunft bewohnen. Und so kam er zu meinen Urgroßeltern in die Rauschwalder Straße 61. Die Urgroßeltern lebten dort mit ihrer Tochter Ella Johanna Maria, 1903 geboren. In dem Zeitraum muss sich eine Beziehung entwickelt haben zwischen dem griechischen Offizier und meiner Großmutter. Jedenfalls ist meine Mutter im Jahr 1919 im Juli geboren worden, als Kind dieser Beziehung. Seit einem Jahr lebten die Griechen schon in Görlitz, als sich die Situation in Griechenland schlagartig änderte. Der König musste abdanken. Venizelos übernahm die Macht und stellte sich auf die Seite der Verbündeten im Krieg gegen Deutschland. Die griechischen Soldaten in Görlitz wurden vor die Wahl gestellt, als normale Kriegsgefangene behandelt zu werden oder eine Arbeitsbeschäftigung anzunehmen. Circa 5000 Soldaten entschieden sich für Fabrikarbeit im Ruhrgebiet und in anderen Orten. Im November 1918, als der Krieg zu Ende ging, herrschten in Deutschland chaotische Verhältnisse. Aus diesem Grund verließen viele Griechen ihren Arbeitsplatz und kehrten nach Görlitz zurück. Zu dieser Zeit fand der Spartakusaufstand statt, dem sich der überwiegende Teil der Griechen anschloss. Als die Militärs und die örtlichen Behörden dies unterbinden wollten, flohen die Griechen zu Tausenden aus dem Lager. Viele flohen über die Donau nach Varna, Bulgarien, andere über Fiume, Italien, nach Griechenland. Einige hundert Griechen blieben in Görlitz. Nachdem sich die Situation in Deutschland entspannt hatte, fuhren sie im Februar 1919 mit ihren deutschen Frauen und Kindern per Eisenbahn nach Griechenland. Wieder versammelten sich viele Görlitzer vor dem Bahnhof, um diesmal auch ihre eigenen Leute zu verabschieden. Circa 200 Griechen, die Deutschland als neue Heimat betrachteten, blieben in Görlitz. Mein Vater hieß Brechos Georgios. Er war beim Militär als Unteroffizier und diente 1916 in Kavala bei dem 4. Armeekorps. Gegen Ende August, Anfang September, wurde das ganze Armeekorps informiert, dass sie von Kavala nach Drama verlegt werden. Von da aus wurden sie als Gastgefangene nach Görlitz in Deutschland transportiert. Als sie in Deutschland ankamen, wurden sie in einer Kaserne untergebracht und mit allem, was auch die deutschen Soldaten bekamen, versorgt. Sie konnten sich frei bewegen, gingen in die Stadt und hatten Kontakt mit der deutschen Bevölkerung.
Nach einiger Zeit gab es die Situation, dass die Soldaten zur Arbeit abkommandiert wurden. Sie sind auf verschiedene Fabriken verteilt worden. Mein Vater kam in die Fabrik Lauterwerk. In dieser Fabrik wurden Hufe und Nägel produziert. Dort hat er ein Mädchen kennengelernt, die als Buchhalterin gearbeitet hat. Sie hieß Anna Pojew. Sie haben sich näher kennengelernt, verliebt und verlobt. Nach Beendigung des Krieges, ohne zu wissen, dass sie schwanger war, wurde er gezwungen, nach Griechenland zurückzukehren. Er hat vor, wieder nach Deutschland zu kommen, wenn die Situation es erlaubt. Damals konnte mein Vater wegen der politischen Situation nicht nach Deutschland reisen. Trotzdem hatte er mit Anna Kontakt und sie haben sich gegenseitig Briefe geschrieben. Dadurch hat er erfahren, dass Anna schwanger war und eine Tochter bekommen hat, die auf den Namen Irini getauft wurde. Inzwischen, auf Druck seines Vaters, wurde er gezwungen, meine Mutter zu heiraten. Mein Vater erzählt mir öfters die Geschichte von Anna, die mich sehr bewegt und traurig gemacht hat, so dass ich versucht habe, sie zu finden. Ich bin sogar für eine Woche nach Görlitz gefahren, um sie zu suchen. Ich bin in ihrem Geburtsort Hosena gewesen. Leider habe ich mit meinen Bemühungen nichts erreicht. Ich bin die letzte überlebende Verwandte von Oberst Ioannis Hatzopoulos. Er war der Onkel von meinem Vater. 1916 war er Kommandant des 4. Armeekorps in Kavala. Während des Ersten Weltkrieges und wegen der politischen Situation wurde Oberst Hatzopoulos durch den Druck des Königs und der Drohungen der Deutschen gezwungen, das 4. Armeekorps in deutsche Gefangenschaft zu geben. Mein Onkel war der Kommandant im Gefangenenlager, bis er im April 1918 gestorben ist. Er wurde mit militärischen Ehren unter großer Anteilnahme der Bevölkerung von den Deutschen beigesetzt. Der Lampros Sinaniotis, mein Opa, hat als Offizier an den Balkankriegen teilgenommen. Er hat sogar ein großes Territorium von den Türken befreit. Danach wurde das 4. Armeekorps nach Kavala verlegt. Mein Opa war Kommandant eines Teils des 4. Armeekorps, das in Drama stationiert war. In der Zeit hatte die königliche Regierung mit den Deutschen eine Vereinbarung getroffen, dass das 4. Armeekorps für die Dauer des Krieges nach Görlitz in Deutschland verlegt wird. Mein Opa in Görlitz wurde übergangen, weil er ein erklärter Anhänger von Venizelos war. Darum wurde er auch von den königlichen Offizieren gemieden. Nach dem Tod von Hatzopoulos haben die Deutschen den Oberst Karakalos berufen. Die Soldaten haben sich widersetzt. Oberst Karakalos wurde abgesetzt und mein Opa wurde als Kommandeur berufen, weil er bei den Soldaten sehr beliebt war. Währenddessen hat in Deutschland der Spartakusaufstand stattgefunden. Danach wurde von den Deutschen versucht, meinen Opa als verdächtiger Unterstützer dieser Bewegung zu verhaften. Er konnte aber nach Berlin fliehen. Ich weiß selbst nicht wie, aber dort wurde er von der deutschen Regierung beschützt. Die Griechen, die in Görlitz geblieben waren, machten beruflich Karriere, meistens als selbstständige Kaufleute oder im Handwerksgewerbe. Schon 1923 gab es in Görlitz 15 griechische Geschäfte oder Gewerbe. 1921 gründeten die Griechen den griechischen Verein Görlitz. Fast alle Griechen heirateten deutsche Frauen und gründeten Familien. Heute noch leben in Görlitz mehr als 40 Nachkommen der Griechen und viel mehr verteilt in ganz Deutschland.
Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges wurden die gefangenen Griechen freigelassen. Viele von ihnen kehrten nach Griechenland zurück. Mein Opa selber blieb in Görlitz, wo er 1921 meine Oma Frieda heiratete und als selbstständiger Kaufmann in Görlitz lebte. Aus der Ehe meiner Großeltern gingen 4 Kinder vor, unter denen auch mein Vater Konstantin Themistokles Kapodistrias war, der mit uns bis 1953 in Görlitz lebte. Seit 1953 leben wir in Nürnberg, wo ich meine Familie gründete. Bis 2003 war ich auch griechischer Staatsbürger, obwohl mein Vater und ich in Deutschland geboren sind. Leider war es aus zwischenstaatlichen Beziehungen nicht möglich, vorher die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Mein Großvater kehrte nach Kriegsende nach Griechenland zurück, weil er befreit war wie alle anderen Soldaten. Und wahrscheinlich wusste er zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts von der Schwangerschaft. Meine Großmutter ist ihm dann hinterhergereist, um ihn zu suchen, sobald sie volljährig war, aber leider verliert sich jede Spur. Meine Großmutter lebte circa 3 Jahre in Griechenland. In der Zeit lernte sie Herrn Amandos Barbouris kennen. Sie heirateten und kamen zusammen 1927 nach Deutschland zurück. Sie wohnten in Lorenzdorf, etwa 50 Kilometer von Görlitz entfernt, und hatten da ein Geschäft für Kolonialwaren. Meine Mutter lebte in Görlitz bei ihren Großeltern bis zum Jahr 1950. Dann hat sie meinen Vater geheiratet. 1951 bin ich geboren und wir lebten in Görlitz bis zum Jahr 1957. Dann sind wir geflohen, direkt nach Belgien, und bin in Belgisch Limburg groß geworden. Also mein Schwiegervater war Petros Halaris. Er gehörte zum Regiment, das 1916 nach Görlitz kam. Ist bis 1919 in dem Lager gewesen und anschließend, da er einen Kaufmannsbrief hatte und orthopädischer Schuhmachermeister war, hat er sich selbstständig gemacht und ist deshalb auch in Görlitz geblieben und nicht nach Griechenland zurückgegangen, zumal er dann schon 1920 geheiratet hatte. 21 hat er den ersten Sohn bekommen, 27 den zweiten Sohn, Leander und Peter, und ist bis 1968 hat er bei uns ein Schuhgeschäft in unserer Passage hier in Görlitz gehabt. Der Leander, mein Mann, mein späterer Mann, den habe ich 1948 bei meiner ersten Formulatur im Krankenhaus kennengelernt. 1951 haben wir uns verlobt, 1952 geheiratet. Und er war dann Chirurg bei uns hier im Krankenhaus, Oberarzt in unserer Klinik. Dieses Jahr gab es eine Besonderheit in Görlitz, denn ca. 90 Nachkommen der Griechen kamen aus ganz Deutschland nach Görlitz und sehr viele aus Griechenland, um den Ort zu besichtigen, wo früher ihre Vorfahren gelebt haben. Sie wurden von der Stadt Görlitz empfangen und vom Bürgermeister begrüßt. Anschließend legten sie im Beisein von Vertretern des griechischen Staats Kränze am Friedhof nieder, wo viele Griechen begraben sind. Wir wissen zum Beispiel, dass es 7 oder 8 Jahre danach in deutschen Zeitungen und Zeitschriften Annoncen gab. Außerdem haben sie die Stelle, wo früher das Griechenlager war, das heute im polnischen Skorzelek liegt, besucht, und auch hier wurden sie vom Bürgermeister der Stadt begrüßt. Ganz besonders begrüße ich
Der Besuch der Griechennachkommen in Görlitz fand einen feierlichen Abschluss mit Reden und griechischer Musik in der Festhalle von Görlitz. Görlitzer Affäre, wie sie später hieß.